Hey Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von Varo für Mini. Hi. Auf dem Server ist, mit Daniel natürlich, auf dem Server ist nur ein Mod, also würde ich sagen, wir können drauf joinen. In 3, 2, 1, drauf. Bist du da? Jo. Ja, perfekt. Hi. Also nicht bewegen, ich würde, hat's fertig gebraten, natürlich nicht, ne? Ich würde aber sagen, wir bauen sie gleich ab. 20 Sekunden müssen wir warten. Ja, okay, gut, dann können wir die noch weiter braten lassen. Wie viel Essen hast du denn? Eins habe ich jetzt. Alles, was nicht Schweinefleisch ist. Okay, komm, wir nehmen es mit. Ja. Nehmen es mit, wir hinterlassen keine Spuren. Okay, und na, komm, du folgst. Wir gehen in die Richtung, weil da waren noch die Kühe. Die habe ich nämlich in Ruhe gelassen, weil. Wo bist du denn? Halt. Ja, weil ich wollte, dass du zu mir kommst. Ja, ich weiß. Ja, wo gehst du denn hin? Ich hole nur schnell die Kühe dahin. Okay, gut, dann. Oh mein Gott, da ist wieder Wasser. Ja, folg mir dann einfach bitte. Wir haben eh wirklich genug Essen für den Anfang. Wir können uns dann später wieder neues Essen holen. Ich habe über 20. Und dann noch ungebratene 20. Also komm, Daniel. Ja, ich komm. Wir sind so viele Creeper, Mann. Die Federn noch mit hier so. Alter, ich verbringe einfach 20 Minuten darin, damit zu warten. Komm. Daniel 3, Misha 0. Ja. Ist halt so, ich bin halt der Boss. Ja, der Boss im Killstil. Adflow. Okay, komm. Wisst ihr, als wir Flo gesagt haben, dass Daniel mir alle drei Kills gestealt hat, hat Flo erstmal, also Frozen Flo erstmal gesagt, ich bin stolz auf dich, Daniel. Oh mein Gott, wir sind im Krankenbiom, Alter. Urheftig. Mhm. Voll weihnachtlich hier. Ja, eigentlich schon. Wir sollten hier bleiben, aber nur weil Weihnachten ist. Ich würde sagen, wir sind hallo, zu nah an der Border, hier ist noch nichts. Weil die Höhlen dann theoretisch in die Border reingehen könnten. Und dann sehen wir noch die ist hinter der Border und dann sind sehr traurig. Und deshalb riskieren wir das jetzt mal. Kannst du mir ein bisschen gebratenes geben? Ah ne, ich habe ja gekriegt, upsi. Alter, wie gehen wir abfacken? Ja, ich habe ein Herz. Ja, hast du, bestimmt. Ein Herz verloren. Oh mein Gott, da ist ein Creeper. Den lass mir bitte. Daniel, wo bist du schon wieder, Mann? Niemand muss die Mobs killen. Das ist egal, Alter, es kommen 5 Zombies auf dich. Komm. I know. Folg mir bitte. Das sind richtig viele Creeper. Einfach vorbei rein. Einfach durchlaufen, bitte. Lass einen Enderman angreifen. Na ja, klar. Ohne Rüstung. Das ist einfach wie selbst töten. Wie lange haben wir noch? 11 Minuten? Ne, 12,5. Alter. Soll denn das? Muss wieder essen. Da hinten könnte was sein. Mann. Das ist aber glaube ich nur ein See, wenn ich mich jetzt recht okay, habe. Gut, folg mir jetzt bitte, folg mir. Hier war doch die Schlucht, oder? Nicht. In die Schlucht wollen wir nicht, die ist urschlecht. Das sieht man gleich. Spinnen verfolgen uns. Fallen aber leider nicht runter. Oder unten ist Wolle, da war sowieso schneller. Alter, was ist denn das? Ja, lass zu der, wo die wir letzte Folge gesehen haben. Ja. Die erste Folge einfach richtig produktiv und ab der zweiten einfach nur noch Kacke. Also das ist produktiv. Ich meine, Kill machen ist halt nicht produktiv, aber im Endeffekt der Sinn des Projekts, also haben wir irgendwas richtig gemacht. Wir sind wenigstens nicht weggelaufen. Nur ein bisschen. Also, ja, 3 Kills, Alter. Ja. Das ist nicht weglaufen. Beide Fights haben wir ja, sind wir draufgegangen, von uns aus. Ja. Da rein? Ne, ich würde da nicht, da nicht rein. Aber hier ganz in der Nähe müsste es. Ja, ich. Sollen wir uns runterbauen? Da ist es. Alter, wie wir das gefunden haben. Es kann sein, dass es nicht groß ist, aber es ist mal so eine Anfangshöhle und dann können wir uns weiter runterbauen. Und da ist nicht groß, ne, ne. Ja, könnte sein, dass es hier wirklich gleich endet, aber trotzdem. Du musst immer sagen, auf welcher Höhe wir sind, weil ich habe Angst, meine Koordinaten nachzuschauen, weil es dann bei mir manchmal laggt. Problem ist ja, dass du die nicht zensieren wirst. Das ist auch ein Problem, natürlich. Ne? Oh, da geht's weiter, das freut mich. Ich bin so dumm. Ich mache mir einfach nochmal eine Steinspitzhacke. Aber währenddessen braten wir schon mal Eisen. Teilt auf jeden Fall auf, damit es schneller geht. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal vor. Packst du eigentlich immer nur eine Kohle rein? Aber Zickzack zum Beispiel
hat auch ewig gebraucht, bis mal so richtig angefangen hat. Okay, wie immer okay. Zuerst. Was ist? Was ist, Alter? Du erinnerst dich an den Mindshift. Das ist aber nicht der, oder? Nee. Niemals. Niemals ist das der. Hä? Wir waren doch urweit weg. Wir sind ungefähr 100 Blöcke weg. Das ist bitter. Aber das sieht überhaupt nicht so aus wie der eine. Das sieht überhaupt nicht so aus. Okay, dann einen Eimer machen wir immer. Ja. Jetzt holt er sich das Wasser als erstes. Ja, ich nehme das andere. Ja. Gut, ja, wir müssen dahin. Das ist die einzige Möglichkeit, eine Höhle zu finden. Richtig, und solange die da unten nicht waren, sind wir da unten. Ja, okay, gut, dann mach ich mir einfach schon mal ein Eisenschwert, damit man es nicht hingeht. Ich habe auch noch richtig viel Kabel gefarmt, habe ich vergessen. Haben wir noch? Nein, wir haben jetzt erstmal kein Eisen mehr. Achso, lass einfach voll Whisky runter, Emelchin. Ja, in die Lava rein. Ja, in die Lava. Lava-Wasser, Emelchin. Wo bist denn du jetzt eigentlich hin? Ja, nur geschaut, was ist. Hat er gerade eine Spinne Schaden bekommen? Jo, die hier. Alter. Wollen wir wirklich runterspringen? Ins Wasser, ne? Ja, ich springe aber darüber. Oh, die Spinne! Daniel, bitte. Bitte nicht, Alter. Oh, ja, easy. Alter, eine fucking Spinne. Voll einfach, Digga. Da easy. Oh, da ist aber ordentlich Party. Alter, oh, bitte, das ist Party! Bitte stirb nicht. Dias? Jo. Sehr schön. Ich hab keine Eisenpickel. Redstone, Kohle. Melonenkerne. 5 Stück, Digga. Melonenkerne. Heilung ist, glaube ich, erlaubt. Sicher ist Heilung erlaubt. Komm schon, Schab 4 oder so. Schutz 3, Bo. Und Dornen. Wir haben ein Dornen. Sattel brauchen wir nicht. Dornenschutz 3. Alter, was geht ab? Komm runter zu mir, bitte. Ich habe Angst hier. Ich bin gleich bei dir. Es sind so viele Mobs. Komm, kannst du zu mir kommen? Ich bin gleich über dir. Also nicht über dir, aber ganz in deiner Nähe. Hier, Daniel. Okay. In deinem. Ja, komm, lass hier runter in die Schlucht. Ganz runter. Hast du sie schon abgebaut? Nee, ich habe keine Eisenpicke. Achso. Ja, warte, ich schalte kurz zu Lava. Ja, warte, den Knochen nehme ich mit für den. Wenn es irgendeine traurige Musik ist, heißt es, dass wir gleich sterben. Und wenn nicht, dann heißt es, dass wir überlebt haben. Also ihr seid schon mal gespoilert. Komm jetzt ruhig runter, ich brauch die Öfen. Hättest du nicht absichtlich traurige Musik einbauen? Ja, das war eigentlich mein Plan. Jetzt komm hierher, hier sind 5 Tiers. Ja, weißt du jetzt schon, dass es 5 sind? Jetzt ist ja drunter noch einer. Ja, es sind mindestens 5. Jawohl. Jawohl. Jetzt stell mal die Öfen auf. Ja. Alles chillig. Oh mein Gott, bin ich dumm. 4. Wir dürfen nicht in die Lava gekickt werden, ne? Und gib mir Kohle, ich habe keine abgebaut. 6 Dias. Alter, Schutz 3. Dornen 2. Weißt du, wie OP das ist? Ja, lass das auf Schuhe machen. Ernsthaft? Ja. Wo ist gerade ein Creeper? Bei mir. Den kickst du aber nicht zu mir runter oder so, oder? Ja, doch. Schade. Alter. Das läuft richtig gut gerade. Ja, das heißt, ich muss mal im Inventar sortieren. Den Bogen können wir theoretisch gleich Melonen. Weizenkörner brauchen wir nicht. Die Melonen lasse ich mir auf jeden Fall da. Sticks brauchen wir auch nicht. Spinnenauge brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Ich mache mir mal ein bisschen Rüstung damit. So eine Hose und Schuhe. Wir machen Instant Enchanter, oder? Jo. Ich habe schon die Spitzhacke, okay? Ja, mach. Ja, dann baue ich gleich hier ab, weil hier sind ja, ich warte, ich grenze das Wasser. Wir nehmen noch dazu vielleicht den anderen, die Dias weg. Ja, haben wir auch. Ja, ich weiß halt nicht wirklich, ob das derselbe ist. Das ist ganz bestimmt derselbe. Und ob die... Warum machst du das Wasser weg? Aber egal, passt eh. Weil ich mache ja mein eigenes einfach hin. Mach dir auch schon mal Eisenrüstung, damit du ein bisschen safer bist. Ja. Weißt du noch, wie lange wir circa haben? Das ist 5,5 Minuten. Okay, das geht noch. Also, ja, das ist noch genug Zeit erstmal.
Und den letzten Block. Und dann haben wir schon mal Enchanter in Folge 2. 3. Ja, Mann. Noob. Und ein Schutz 3 Buch. Was auch nicht gerade das Schlechteste ist. Und schon ein bisschen Gold. Dann geben wir hier einfach mal den Essen rein. Und dann mache ich mir mal eine volle Rüstung. Gut, das heißt, ich habe Buch, habe ich noch. Ja, Buch habe ich noch. Alter, wir haben Enchanter. In Folge 3, Mann. Ah, Lapis brauchen wir, Kacke. Hast du schon Lapis? Ne. Da ist ganz wichtig noch. Ich nehme einfach mal die Öfen mit. Gib mir Eisen. Hier. Oh, ich habe noch nicht so viel. Aber ich gebe dir einfach mal meine... irgendein Teil oder so. Nimm dir bitte einfach die Schuhe. Ich weiß nicht, was jetzt das Klügste ist. Ja, ob weiter in die Schlucht rein. Mindshift looten noch besser ist. Also ich würde sagen, ich schaue jetzt mal noch im Mindshift mich um. Ja, wir haben noch 3-4 Minuten ungefähr, ne? Wirklich, Flint, ja, steht ja, okay. Schon da. Ist das eine normale Spinne, ja. Immer schauen, dass keine kein Creeper hinter dir ist. Ich weiß nicht, ob Strip Mining wirklich klug ist. Hier nicht. Ja, in so einer Schlucht natürlich nicht. Ja, vor allem nicht neben denen. Alter. Hinter dir fallen da auch Spinnen runter. Oder sowas halt. Lapis. 3 Minuten noch. Ich bin halt ziemlich weit weg von dir. Ich hoffe, ja, mal, ich habe Lapis. Ja, gut. Ich glaube, ich habe auch irgendwo mal schon Gold übersehen. Gleich am Anfang. Vielleicht hast du das ja mitgenommen. Weiß ich nicht. Ich weiß es ja. Jetzt nicht genau. Ich hätte mir die Folge dann eh nochmal anschauen, ob wir eh alles richtig gemacht haben. Ich werde es mir allein beim Schneiden nochmal anschauen. Ja, sowieso. Ja, enchanten müssen wir dann halt, ich würde sagen, Anfang nächste Folge. Die können wir aber noch nicht heute aufnehmen. Wäre auch ein bisschen unnötig, glaube ich, 4 Folgen an einem Tag aufzunehmen, um dann halt morgen gar nichts zu machen. Also ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir uns das eben so ein bisschen aufteilen. Nicht alles an einem Tag machen und dann wieder 4 Tage nichts. Gut. Was mache ich hier eigentlich? Ich will doch in die andere Richtung. Mir? Oh Mann, ich wüsste gerne, wo Höhe 11 ist. Ich habe Angst, die Koordinaten zu öffnen. Ich könnte mich auch bis zum Bedrock runterbauen. Soll ich noch strip... Nein, ich strip mein wäre dumm. Ich gehe lieber wieder zu dir. Wieder so viel Zeit verschwinde. Mann, Schutz 3. Das ist irgendwie lustig. Aber wir müssen es auf jeden Fall auf dem Dierteil machen. Ja, warte mal, ich bin mal kurz beschäftigt. Nein, oder? Mitten in der Folge? So, nee. Ich habe kurz den Enderman gekühlt. Ach so beschäftigt also. In einer Minute, Daniel, ich gehe zu dir. Ich bin schon bei dir. Ja, da oben ist noch jede Menge Gold. Aber wir haben denen schon mal die Dias geklaut, das ist schon mal ein Anfang. Ja, die Frage ist halt, ob die jetzt wirklich hier sind, weil wenn die hier sind... Ja, die sind bestimmt hier irgendwo, die sind zwar nicht hier, wo wir sind. Ja, komm, ich würde mich schon mal ein bisschen wegbauen. Komm, Stripman ist jetzt auch nicht so dumm. Ja, aber wir sollten uns halt, wenn wir uns irgendwo in die Schlucht hinstellen... Ich nehme mal den Ofen mit, okay? Komm mit. Na, irgendwo in die Schlucht ist gefährlich. Kommst du vielleicht hierher? Ja, aber nicht einbauen, welche? Nicht einbauen. Einfach nur ja? Hier so stehen bleiben. Nein, nicht einbauen, ich würde einfach schon mal Strip Mine gehen. Ja, kannst du ja machen. Hier. Ja, aber ich würde halt nicht hier stehen bleiben. Nie am Ende eines Ganges stehen bleiben. Damit die dann eine Falle machen. Lass uns Höhe 11, du bist perfekt. Ja, geh raus hier. Geh raus. Geh sie nicht mehr aus. Ja, okay, egal, ich stehe direkt in dir. Ein Problem sein. Gut, ich glaube, okay, ich bin dran. Auf jeden Fall eine spannendere Folge. Ja, hat wieder nur 14 Minuten 14 gedauert. Kampfkürbis, ich habe dein Plugin durchschaut. Wrecked. Ja. Das heißt, wir sehen uns dann bei Folge 4, die dann von uns aus gesehen morgen oder übermorgen aufgenommen wird. Von euch aus gesehen vor 3 Tagen. Ja, genau. Ja. Also. Gut, wir bedanken uns jetzt fürs Zuschauen. Okay, ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. So let's run.
make a great escape. And I'll be waiting outside for the getaway. It doesn't matter who we are, we'll keep running through the dark. And all I ever need is another day. We can slow down, cause tomorrow is a mile away. And live like shooting stars.